Lehrerinnen und Lehrer. Herzlich willkommen beim Eduard 2012. Alle waren jetzt schon ganz gespannt auf die Preisverleihung von diesen Superpreisen. Dazu muss ich an dieser Stelle sagen, zuerst allerdings sollten wir uns Zeit nehmen, drei wirklich sehr interessante Menschen kennenzulernen. Ich erkläre es euch gleich, wen und warum. Zum Beispiel den Verbund-Vorstandsrektor Wolfgang Hanzengruber. Dann haben wir heute einen ganz hohen Gast, quasi die Chefin der Lehrer, wenn man so will, da müssen die heute auch mal aufpassen. Ja, die Frau Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur, Claudia Schmidt ist auch da. Und wir begrüßen auch den Geschäftsführer der Presse, Dr. Michael Tilian. Einen Applaus. Hatte nämlich vergangenes Jahr vermutlich oder vielleicht war es auch 2011 einen Anfall von Genialität, die Idee zu diesem wunderbaren Preis. Ja, ich darf jetzt gleich auf die Bühne bitten, die Frau Ministerin und den Herrn Direktor, auch noch einmal einen Applaus. Ich möchte mit Ihnen noch mal kurz sprechen. Frau Minister, Sie, das Ministerium unterstützt den Eduard. Sie haben sich auch einen Überblick verschafft über die, ich glaube, 60 verschiedene Projekte gereicht wurden, wirklich ein großer Erfolg. Was ist Ihr Resümee? Bevor ich da mit dem Resümee beginne, möchte ich einfach einmal Danke sagen. Danke, dass es dieses Projekt gibt. Ich danke der Tageszeitung, die Presse, vor allem aber auch unserem Partner, der Verbundgesellschaft, dem Verbund, nämlich, dass man zuerst die Frage klären muss für sich selbst, will ich daran teilnehmen? Und um dieses Wollen, um die Motivation und das Engagement geht, und da bedanke ich mich bei Ihnen allen sehr, sehr herzlich, vor allem bei den Lehrern und Lehrerinnen, vor allem aber auch bei den Schülern und Schülerinnen, und wünsche viel Erfolg, vor allem aber auch viel Spaß, denn das gehört da irgendwie zusammen. Also Erfolg braucht auch ein bisschen eine Leichtigkeit des Seins. Es gibt ja auch keine unerträgliche Leichtigkeit, wie Milan Kundera darüber geschrieben hat. Herr Forschungsvorsitzender, Herr Hanzengruber, jetzt haben Sie mich total rausgebracht. Ich wollte wieso ist für den Verbund das Klima so wichtig? Weil Klima das Thema ist. Ja, vielleicht auch eingangs von meiner Seite herzlich willkommen und auch von unserer Seite Verbund. Einen schönen Dank, dass Sie nicht nur das Angebot angenommen haben, sondern auch Sie wirklich engagiert eingebracht haben. Nicht nur jene, die also hier sitzen, und auch die vielen anderen, die heute nicht die teilgenommen haben, aber heute nicht prämiert werden. Und auch den Lehrern und Schülerinnen und Schülern. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier dieses Engagement auch zu diesem Thema. Projekt 1, Bundesgymnasium Bludenz, Vorarlberg. Projektleiter ist Jochen Lerch, 21 Schüler. Der Projekttitel ist Unabhängigkeitserklärung eines Klassenraums. Und das ist ein durchaus musikalisches Projekt, wobei ich jetzt nicht ganz genau den Songtitel richtig wahrscheinlich hinkriege, ob es heißt Light the Sunshine In oder LED the Sunshine In. Es geht darum, dass ein Klassenzimmer energieautonom und nicht autark wird, wie das oft so fälschlich heißt. Das hochgesteckte Ziel soll erreicht werden mit Dämmen, mit Wärmebildgeschichten, mit Solartechnik. Das zweite Projekt ist wieder aus Oberösterreich, der Hack Gmunden, Projektleiterin Ulrike Mitteregger. Es geht um eine ganz hübsche Geschichte, nämlich sogenannten Peer Groups. Peer Groups sind die Menschen, mit denen wir möglichst viel Zeit verbringen oder auch mal auch nicht ganz so freiwillig viel Zeit verbringen und die uns durchaus prägen. In dem Fall war die Idee, dass diese Green Peer Group oder eine Peer Group grün gemacht wird, dass also Jugendliche ausgebildet werden in Art Fachleute bzw. Junglehrer bzw. grüne Freunde in Umweltschutz und solchen Maßnahmen und das an andere Jugendlichen weitergeben. Das ist ein ziemlich generationenübergreifendes Konzept, so es aufgeht. Gratuliere. Drittes Projekt, und da sind wir wieder in Mistelbach, hallo. Mit Günter Leitzenberger und seinen 28 Schülern. Eigentlich auch ein künstlerisches Projekt, genau genommen. Wieder ein künstlerisches Projekt. Da geht es eigentlich um ein Musical, wie ein Kraftwerk einen Pinguin bedrohen kann. Das Musical ist, soweit ich das verstanden habe, aber durchaus mit einem ernsten oder Inhalt, mit einem inhaltlichen Hintergrund. Im Mistelbacher Stadtwald soll so das Musical ein Schiefergaskraftwerk
Das ist dann aber zum Glück, dass die OMV, ja genau, Schiefergas wird errichtet werden und dessen Auswirkungen auf den jungen Pinguin Niki, die ja im Mistelbach durchaus häufig sind, soll sozusagen in diesem Musical dargestellt werden. Wie das funktioniert, auch mit einem eigenen CO2-Rechner und mit dem die Schüler dann den Energieaufwand berechnen. Ja, ich darf Sie wieder auf die Bühne bitten. Ja, der dritte Platz, Bundeshandelsakademie Munden. Wir gratulieren. Zweiter Platz, BHK und BHS Mistelbach. Der zweite Platz für Mistelbach, diesmal unter der Leitung von Magister Günther Leichtenberger. Geht schon. Eigentlich eine sensationelle Idee, wie man mit so einem politisch so brisanten Thema umgeht. Danke vielmals, großer Applaus, zweiter Platz, 8.000 Euro. Bitte alle kurz zu mir schauen.